Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu Keep Talking and Nobody Explodes. Wir nähern uns dem extremen Abschnitt und ja, sind gespannt, was uns heute gegenüber ist. Wie immer begleitet mich Don Goku. Ja, und damit auch von mir ein Hallo und ich würde sagen, wir starten direkt ein. Genau, was steht auf dem Knopf? War ich dran oder du? Du warst dran, ne? Ich bin dran. Ja. Sorry, ich wollte jetzt nicht wegnehmen. So, ich nehme mal das Handbuch hier wieder zur Hand. Mafiosi, ich weiß schon genau, was passieren wird. Wir werden Knöpfe haben und da wird was draufstehen. Nee, da werden Sachen draufstehen, wie abbrechen, ja, sprengen ja, und... Ja, werden mehrere Sachen, also klar. Okay, Mehrdeutigkeit und Bomben sind eine gefährliche Kombination. Wir haben 3,5 Minuten, 4 Module, ein Fehler. Ach, da... Quengeltoolen werden ja auch bestimmt Quengelmodule drin sein. Ja, das wird der Knopf sein, wo verschiedene Sachen draufstehen und diese, was ich dir angeben muss mit dem okay ja. Und leer und so weiter. Hä? Nein, ich dachte an den anderen Knopf. Da, oh, du hast recht. Okay, oh mein Gott. Kein Quengelmodul und 4 davon. Ja, okay. Gut. Dann habe ich das zuerst das Wort 10. 10. Also ja, Zahl. Ja. Ja, ja. Okay, dann musst du in der Mitte rechts. Der Buchstabe C. Der Buchstabe C. So, wo ist der da? Sohn, also der Gegenteil von Tochter. Dann. Ja, fertig. Hast du schon, okay. Dann nächstes. Fertig. Fertig, okay, unten links. Unten links. Der Sohn. Ja, also Gegenteil von Tochter. Ja. da. Moment. So ein. Dann. Ja, weiter. Oh Gott. Oh Gott, da. Und auch wieder unten links. Okay, also OK. Ja. Mhm. Nichts. Ja. Achso, das ja, war ja, schon. Ja, das ja. War schon. Okay. Dann CE, also der Buchstabe ja. C und E. Ja, das ist unten rechts. Da steht. Da steht. Ja, was steht denn da? Moment, wo finde ich den? ich sehe das hier gar nicht. Ach doch, ganz unten, okay. Oh Gott. Ja. Und das war schon. Oben. Hm? Oben. Oben. Oben, ja, unten rechts. So ein. So ein. Sohn mit Apostroph. Ja. Und das nichts. Das Wort nichts. Mitte links. Drück. Drück. Mhm. Wo haben wir das denn? Ach, ganz oben. Lol. Ja. Dann der Buchstabe Q. Dann nein. Dann ob. Ja. Ah, okay. Jetzt das Wort ja. Das Wort ja. Mitte links. So Apostroph N. Die Zahl 10. Dann so, okay. So ein. Dann. Ja, okay. Ah, okay. Die 10 ausgeschrieben. Ja. Die Zahl 10 ausgeschrieben. Ja, Mitte rechts. Nein. Was könnte da sein? Oder ein Nein? Ja. Okay. Okay, ausgeschrieben. Okay. Ah, okay, ja. Wo ist es denn? Da, oben rechts. Was? Drück. Nichts. Okay, also das ja, Wort ja, nichts. Ja, ja, das ja. Wort nichts, ne? Okay. Ja. Oh, okay, Gott, ich habe gedrückt auf nichts, ja. Leer, das Wort leer. Ja. Eine Minute. Noch. L-E-E-R. Ja. Mitte rechts. Was? Da. Wieder drück. Oder das. Ja. Okay. Ja. Wie viel müssen wir denn noch davon? 2. Oben. Also zweimal müssen wir es. Ja, oben ist unten rechts. Unten rechts. So ein. So ein. So mit. Sohn mit Apostroph. Was? Okay. Fragezeichen. Ja. So, 30 Sekunden. Ja, schaffen wir. Schaffen wir. Ja. Ja, Mitte links? Nein. nein, okay, dann was? Oder nein? Oder ausgeschriebenes okay? Ja, nein. Okay. Perfekt. Ja. 20 Sekunden noch. Ja, easy. Aber du weißt ja, bevor das neue Wort angezeigt wird, dauert das ja eine Sekunde oder so, ne? Mhm. Ich habe dir in der Zeit einfach schon mal das Wort von dem anderen nice. Um nicht so lange warten zu müssen. Ja, nice. Das hat wahrscheinlich auch 20 Sekunden uns gegeben. Ja, das kann gut sein. Ja, wenn du überlegst, es waren 4 mal 3, 12 Sachen mussten wir machen. Und bei 12 Sachen jeweils eine Sekunde, ja, dann 12 Sekunden. Ja. Also. Wenn es halt auch wirklich nur eine Sekunde ist. Ne? Wenn es 1,2 Sekunden sind oder so, dann ist die Rechnung schon wieder anders. Okay, das nächste heißt teuflisch. Mhm. Du hast alle Erfahrungen, die du brauchst, um die hier zu entschärfen. Du musst einfach nur funktionieren. Oh, RIP.
5 Minuten, 6 Minuten. Gedacht, bei dem Modul, was ich gerade gemacht habe, dass ich diese Drückknöpfe habe. Weißt du, was ich meine? Dachte ich zuerst auch. Ja. Aber dadurch, dieses Was steht auf dem Knopf, weil das hier so mehrdeutig ist, deswegen macht das ja schon. Ah, okay. Ja, und ich dachte mit eben, was steht auf dem Knopf, dass da stehen kann, sprengen oder drücken. Ja, ja, genau, genau. Das dachte ich nämlich auch zuerst. Okay, ja, dann springen wir einfach mal in die nächste Bombe rein. Und ja. Ich hoffe, sie springt uns nicht entgegen. Wir haben wieder 3 Fehler offen. Wie viele Module waren das? 6? 6 Module, ja. So, ich sehe schon nichts. Ich kann nichts wirklich erkennen, aber wir haben einen Vokal. Drähte, ganz normale Drähte. Oh, okay, ich gucke einmal kurz, ob ich hier Quengelmodule habe. Ja, oh, ich habe. Leuchtet das schon? Nee, das leuchtet nicht, okay. 3 Drähte, 2 davon sind. Achso, fragst du mich oder soll ich dir sagen, was ist? Ja, ich frage. Kein Rot? Ja, kein Rot. Dann den zweiten. Okay. Das nächste sind. Ah, jetzt kommt hier. Ja. Gas ablassen, ja. Ein roter Knopf auf dem Drücken steht. Blau, nein. Nein, nein. Hat mehr als 2 Batterien? Ich sehe 2. Moment, es lag gerade. Es sind genau 2. Okay. Der Knopf war rot, ne? Ja. Und was steht da drauf? Drücken. Okay. Dann drück den Knopf und dann sag mir die Farbe. Ja, weiß. Dann irgendwann loslassen, ne? Nee, bei einer 1. Ah, okay. Ich hätte fast losgelassen. Okay, Gas ablassen. Ja, was ist dieses Modul, wo ich das Herz einstellen muss? Ne, diese Frequenz. Meldet sich das irgendwann? Herz einstellen? Ah, das ist Morsezeichen. Ach, oh Gott, ja, das habe ich noch nie gemacht. Okay, das gucken wir gleich. Dann habe ich sogar noch. Ich dachte, das wäre ein Quengelmodul. Dann Labyrinth. Okay. Und beide dann Kreise. Siehst du das auch mal? 1, 2, 3, 4. Beide Kreise sind in der 4. Reihe. Der eine ist ganz rechts, der andere 2 weiter links. Ja. Zwischen diesen beiden Kreisen ist der weiße Punkt. Okay. Und das rote Dreieck ist in der untersten Reihe das dritte von links. Okay. Hoch. Ja. Links. Ja. Ganz runter. Ja. Und dann so weit nach links, wie du musst. Ja, also ein. Ja. Okay, so warte, der fragt mich, ob ich sprengen will. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube aber nicht. Okay. So, dann eine komplizierte Drähte. Okay. Schwarz nach A. Ich ignoriere den mal. Nee, das sind nicht komplizierte Drähte. Das sind die A, ja, Entschuldigung, die sind semi-kompliziert, ja, sorry. Die heißen nicht komplizierte Drähte. Ja, die mit die von links nach rechts. Ja, okay. Schwarz nach A. Schwarz nach A, trennen. Rot nach C. Rennen. Und blau nach A. Lassen. Okay. Dann schwarz nach B. Lassen. Und rot nach C. Lassen. Das ist aber nicht hier. Okay, ja. Ah, jetzt. Wartet kurz. Gas ablassen. Ich dachte, dieses kleine Ding. Alles lassen? Ja. Okay. Dann blau nach B. Lassen. Und rot nach A. Rennen. Rennen. Okay, und das letzte, rot nach B. Lassen. Und schwarz nach A. Lassen. Okay. Dann letztes Modul ist das mit den Morsezeichen. Mhm. Wann, genau merke ich, wann das aufhört? Jetzt. Wirst du schon sehen. Kurz, lang, kurz, kurz. Moment, ich muss das erstmal finden. Okay, kurz, kurz, kurz. So, okay, jetzt kurz, lang, kurz, kurz. Kurz, kurz. Oh, Alter, ich bin jetzt schon wieder raus. Scheiß, die wandern. Okay, jetzt fängst du neu an. Kurz, kurz, kurz. Kurz, viermal kurz. Dann kurz, lang. Kurz, lang. Kurz, kurz. Kurz, kurz. Alter, was ist das? Kurz, kurz. Hä? Achso, lol, ich hab das Quengelmodul verkackt. Nee, sorry. Ich komme da gar nicht drauf klar. Ich fand's auch schwer. Alles gut. Wann fängt das denn wieder von vorne an? Nach einer langen Pause. Komm, hör auf. Jetzt ist die Pause. Okay, nochmal. Kurz, 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 kurz. Kurz, lang. Kurz, lang, kurz, kurz. Kurz, lang, kurz, kurz. Kurz. Das war's. So, 4 Striche H. A.
Lang, kurz. Ne, es gibt's nicht, was du gesagt hast. Ja, dann versuch die ersten beiden Buchstaben. Hallo? Ja, ja. Nee, was ist Hallo? Du musst mir die Frequenz sagen. Ich habe noch 10 Sekunden. 3505. Nee, nein! Ja, mach mal. Nee, dann. Das war richtig. Und wir haben noch eine Sekunde. Wow, okay. Krass. Eine Sekunde 41. Also, ich habe nur HA gehabt, die anderen Buchstaben hatte ich alle nicht. Das hätte Hallo sein können und noch was anderes, oder was? Ja, und Halle. Und ich dachte, nee, das, was du eingegeben hast, war Halle. Ich hab aber zweimal Hallo gelesen. Also ich habe dir durch Zufall eigentlich jetzt das richtig. Ja, so macht man das. Eine Sekunde noch, da muss man halt dann auch mal glücklich sein. Aber kannst du verstehen, warum ich so verzweifelt bin? Ja, das ist schon ekelhaft. Also ich habe das wirklich, ich bin echt schlecht darin, das zu erkennen. Ja, ich auch. Also ich finde das aber auch schwierig. Naja, du hast es aber echt beim ersten Mal geschafft. Ja, semi, ne? Also. So, mach schneller, Nummer 3. Keine Zeit! 1 Minute 30, Alter, was? Krass, für 4 Module. Wahrscheinlich sind 3 davon Quengel-Module oder so. Nee, wahrscheinlich sind alle 4 Morse-Code. Ja, okay. Dann show me what you got. 3 Quengel-Module, 3 Quengel-Module, einmal Drähte, ist mein Tipp. Ja, das wäre nice. Aber glaube ich nicht, weil sonst könnte man sich die Quengel-Module ja sparen. Wäre ja unsinnig. Ein Knopf sehe ich quasi, wo man... Was steht da drauf? Nee, gar nicht. Das ist Simon Says. Also, doch. Knopf, ja, egal. Simon Says, komm. Okay. Welches, das leuchtet? Gar nicht. Also erstmal ist ein Vokal. Also, gelb. Ah ja, warte. Gelb leuchtet, okay. Und haben wir ein Vokal? Ohne Vokal. Kein Vokal. Dann ist gelb gleich rot. Also einmal rot drücken. Okay. Was kam neu dazu? Nochmal gelb, also rot-rot. Ja, okay. Grün. Also rot-rot-grün. Blau. Dann gelb, also rot, rot, grün, gelb. Ah, sorry, ich habe auf blau gedrückt, aus Versehen. Ah, okay. Ich dachte, ich hätte... Nee, sorry. Mach nochmal. Mach nochmal. Ja. Okay. Ich habe Zeichen, Symbole. Symbole, okay. Dann bin ich da. Let's go. 6. AE. Hashtag. E mit 2, also umgedrehtes E mit 2. Okay, erst die 6. Ja. Dann das E. Dann Hashtag und dann der Rest. Okay, dann weißer Drückenknopf. Knopf mit weiß drücken, das war, der war oben, glaube ich. Ja, wenn der Knopf blau ist, ist er nicht. Wenn eine Bombe mehr als eine Batterie ist und der Knopf die Beschriftung sprengen hat, hat er nicht, ne? So, wenn der Knopf weiß ist, ist der weiß Knopf? Hallo? Ja, ja. Der ist weiß. Hast du ein leuchtendes CAR-Indikator? Also C-A-R? Nein. Nein, okay. Sind 2 Batterien? Nee, mehr. Mehr als 2 Batterien, okay. Und hast du einen leuchtenden mit FRK beschrifteten Indikator? Nein. Der Knopf ist nicht gelb. Der Knopf ist nicht... Was hast du gemacht? Ich habe auch auf den Knopf gedrückt. Ich wollte die Bombe drehen und habe auf den Knopf gedrückt, anstelle neben den Knopf zum Drehen. Boah, sorry. Ich mache einmal noch, wenn ich das wieder verkacke, dann... Ja, alles gut. Ich bin dumm. Also, es war ja wirklich dumm. Also, ja. Sorry, ich habe einfach mich verklickt. Ich erkenne noch nichts. Simon Says. Simon Says, okay. Hast du ein Vokal? Gelb und ich gucke nach Vokal. Ja, hab ich. Mit einem Vokal. Gelb, also grün. Okay. Blau. Blau kommt dazu, also grün-rot. Gelb. Gelb, also grün-rot-grün. Ja, hab ich schon. Grün. Grün, also grün, rot, gelb. Grün, rot, grün, gelb. Grün, gelb. Sorry. Grün. Grün ist nochmal dazugekommen. Also grün, rot, grün, gelb, gelb. Okay. Blauer Knopf mit Sprengen. Blauer Knopf mit... 40 Sekunden für 3 Minuten. Alter, was? Blau ist aber nicht mit Abbrechen bestimmt. Wenn der Bombe... Sprengen hat er, ist mehr als eine Batterie dran? Nee. Doch. Ja, dann einfach einmal drücken und direkt wieder loslassen. Okay. Dann schnell Kabel, 6 Kabel. Wo, 6 Kabel. Gibt es gelbe Drähte? Ja. Okay. Hast du genau einen gelben Draht? Ja. Hast du mehr als einen weißen Draht? Nein. Okay. Hast du rote Drähte? Ja. Dann durchtrennt den vierten Draht. Okay. Und schnell Zeichen.
Okay, ja, hau raus. 6, umgedrehtes Fragezeichen, TB und Raumschiff. Okay, 6, dann TB, dann Raumschiff, dann Fragezeichen. Boah, 5 Sekunden. Easy Snack. Da haben wir aber auch richtig nochmal rausgepowert am Ende. Also die letzten Module haben wir wirklich super zügig jetzt noch durchgeknallt. Ja, aber gut, ich habe auch dafür zweimal echt richtig reingekackt, ne? Ja, gut, machst du nix. Ach, neue Bestzeit. Gut, wenn man das erste Mal schafft, dann einmal mit alles. Oh Gott, nein. Bestimmt jetzt 12 Module oder so. Module! Eine echte Bewährungsprobe für die Teamarbeit, welche umfassende Sachkunde öffnen. Alter. Aber wenn wir da dran verzweifeln, können wir direkt schon mit extremen Theorie weiter. Oh Gott, mach schneller 4. Darf ich einmal da reingucken? Nein, nicht Spoiler, nicht Spoiler. Okay, okay, okay. Oh Gott, nein, ich will's nicht. 11 Module und ich muss das machen. Scheiße, okay. Ja. Das sind garantiert 5 Quengel-Module oder so noch mit dabei. 6 Minuten waren das? Ja, aber wie sollen denn 11 Module überhaupt da drauf passen? Nee, stimmt, es hat 6 Slots auf jeder Seite, also es können maximal 12 sein. Ja, 12 können es sein. Ja, okay, ich dachte gerade, irgendwie sind weniger Slots, aber ja. Ja, dann ready, set, go, oder? Ja, mach ganz cool, ich will machen ganz entspannt. Ja, 6 Minuten ist kein Problem. Also, ich sehe, dass ich nichts sehe. Drähte habe ich einmal. Wir fangen mit Drähte an. Ja, ganz gut. Und zwar 6 Drähte. Mhm. Gelbe? 2. Rote? 1. 4. Draht. Okay, 1, 2, 4. Da könnte man auch meistens auf gut Glück einfach. Ich gucke einmal kurz, ob ich ein Quengel-Modul habe. Nee, aber ich habe wieder Morsezeichen. Ich glaube, ich gebe jedes Modul, glaube ich, einmal. Was ist das nächste, was kommt? Bei dir im Buch, das nächste sind Symbole, ne? Knopf. Nee, Knopf. Ich habe einen gelben Knopf mit Drücken. Okay. Mehr als eine. Nee, warte mal. Ja, 2 Batterien. Nee, schon gut. Ja, 2 Batterien. Hm? Und das ist FRK. Guck ich gerade. Nee, ich habe gar keine Indikatoren. Okay. Wenn du ein gelb hast du, ne? Ja. Gut. Dann drück drauf und dann gucken wir weiter. Gelbe Farbe. 5. Habe ich. So, dann okay, Symbol ist das nächste. Ja. Genau. Ich habe das CL, den unausgefüllten Stern, das Eis am Stiel und das E mit Pünktchen drüber, das umgedrehte. CL, Eis und was war das zweite, was du gesagt hast? Unausgefüllter Stern und umgedrehtes E mit Pünktchen drüber. Ja, E. Ja. Eis, CL Stern. CL Stern. Okay, was kommt als nächstes bei dir? Simon Says. Ja, habe ich hier. Und es leuchtet grün und ich habe keinen Vokal. Einen Vokal. Okay, keinen, keinen. Ja, dann grün. Okay, ja. Neu dazugekommen ist gelb. Grün-rot. So, was kommt neu dazu? Rot ist dazugekommen. Grün-rot-blau. Grün, Rot, Blau. Blau ist neu dazugekommen. Grün, Rot, Blau, Gelb. Ja, das war's. Was ist das nächste? Was steht auf dem Knopf? Ja. Was? Genau. Also diese Anzeige. Ah, ja, okay. Ja. Das ist komplett leer. Also steht nicht leer, sondern da steht einfach nichts. Unten links. Oh Gott. Warum? So schlimm? Sohn. Sohn, oh der, Gott. Der Sohn? Oder, der Sohn. Oder mit Apostroph. Der Sohn, okay, ja, dann der Sohn. Okay, perfekt. Okay. So, das nächste, was kommt, ist CN, die beiden Buchstaben. CN, da, oben links. Drück steht da. Ja, der Buchstabe. Hab ich, ja. So, next one, jetzt leckt's gerade. Next one ist Sohn mit Apostroph. Unten rechts. Unten rechts ist der Buchstabe Q. O.K. Habe ich, ja. Okay, perfekt, das war's. Was ist das nächste? Okay. Memory. Memory habe ich, okay. 4 steht bei mir. 4. Position. Wäre 1. Dann 4 wieder. 4. Position. 3. Dann 3 oben. 3. Position. 3. Dann 2. Erste Position. Nee, warte. Doch, erste Position. Ist eine 1. Dann das letzte ist eine 2.
Beschriftung wie in Stufe 2, also 3. Okay, perfekt. Drei. Was ist das nächste? Morse. Ne, lass überspringen. Ja, okay. Komplizierte Drähte. Okay, habe ich. Der erste ist rot und blau mit einem Stern. Ohne LED. Okay. Blau und rot mit Stern, ja? Ja. P. Ne. Doch, P ist... Ich trenne, wenn die Bombe einen Parallelport hat. Wie sieht der Parallelport aus? Das ist ein ich sag jetzt einfach mal, dass es ein Parallelport ist. War richtig. Okay, weiter geht's. Ja. Der nächste ist nur blau und hat einen Stern. Lassen. Okay, nur rot ohne alles andere? Wie ist die letzte Serienziffer? Gerade, ist gerade. Dann durchrennen. Okay, dann haben wir rot und blau mit einem Stern. Lassen. Okay, das nächste wäre Labyrinth. Leuchtet jetzt rot, grün? Hm? Was, nein, leuchtet ja nicht, aber ist egal, mach mal das Labyrinth. Dann hatten wir es falsch. Nein, ist egal. Oben links, der ein Kreis ist oben links, der andere ist in der vierten Reihe ganz links. Ja. Der Punkt ist oberste Reihe, vierte Position, ja, und das Dreieck ist dritte Reihe, zweite Position. Ganz rechts. Ja. Runter. Ja. Links, links, links. Links, links, links. Runter, links. Runter, links, okay. Passwörter? B... Ja. E, R, N, Moment, B, Q. D, R, B, E, B, nochmal, also B, E, ja. E, R, N, Q, Z. Dann, okay, zweiter ist J, U, O, B, X, H. H? H, wie Hanna. Ja, okay. Ja, wir haben noch 15 Sekunden, wir müssen noch drei Module machen. Nee, okay, dann lass ich's. Ja, es ist nicht so einfach. Ich habe gerade die drei Drähte noch gekappt bei den komplizierten Drähten und die waren alle richtig. Nee, meine Überlegung war, wir müssen die... Hätten wir alle cutten müssen, ja. Wieso habe ich so falsch geguckt? Die Überlegung bei den Drähten war, ich wollte Zeit sparen. Und dachte, wenn... Wir haben ja drei Fehler. Wenn wir am Ende noch Fehler haben, kann ich auch einfach auf gut Glück... Drähte cutten, ja, okay, und gucken, ob es richtig ist. Und wenn ich da einen Fehler mache, ist nicht so schlimm, weil der Draht ist dann gecuttet. Einer war zum Beispiel blau mit Stern, hast du gesagt. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht mehr. Ohne Spaß, aber wir hätten noch drei Module machen müssen oder so. Ja, das ist krass. Lass noch einmal versuchen. Okay. Also einmal kannst du noch. Okay. Oder ja, für mich ist auch zwei. Dann los. Wir fangen wieder mit normalen Drähten an, ne? Und los geht's. Ich habe 6 Drähte. Gelbe. 2. Rote. 1. Vierter Draht. Okay. Was ist das nächste? Symbole. Großer Knopf. Ein roter Knopf mit gedrückt halten. If you say so. 2 Batterien? Oder mehr als 2 Batterien? Nee, ich glaube nicht. Genau 2. Ah, hier. Direkt wieder loslassen. Okay, perfekt. Dann kommen die Symbole. Da habe ich umgedrehtes Fragezeichen, TB, das P, das umgedrehte, und das Alien-Raumschiff. E. Was? P, TB, ja. Alien, Fragezeichen. Okay, was ist das nächste? Simon Says. Simon Says. Ich glaube, es leuchtet gelb. Ja, nee, blau. Blau leuchtet. Und ich habe kein Vokal. Kein Vokal. Gelb. Okay. Grün ist neu dazugekommen. Gelb-grün. Okay. Blau ist neu dazugekommen, also gelb-grün-gelb. Gelb. Blau ist neu dazugekommen. Gelb-grün-gelb-gelb. Gelb-grün-gelb-gelb. Ja, ist fertig, okay. Das nächste ist dieses Zahlenfeld, ne? Dieses Feld mit Buchstaben. Ja. Okay, steht da ausgeschrieben bei mir drin. Okay? Ja. Okay, oben rechts. Ist 10, also die Zahl 10. Ausgeschrieben 10, CN, so ein.
Ja, oh habe ich, habe ich, habe ich. Das nächste ist Okai ausgeschrieben oben. Oben rechts. Leer, also L-E-E-R. Die Q, okay, also O-K, ja. Der Buchstabe Q. Ja, habe ich. Punkt. Und das nächste ist Zäh, also Z-E-H. Mitte rechts. Was? Drück. Ja, habe ich, Drück. Okay, nächstes. Memory kommt jetzt, oder? Ja. Habe ich eine 4? Vierte Position. 1, okay. Dann habe ich eine 3. Erste Position. Ja, ist eine 4. Dann habe ich eine 4. Die Zahl 4. Ja. Dann, erste Position, Entschuldigung. Okay. Dann habe ich die große 2. Erste Position. Ist eine 4. Und dann habe ich die große 4. Die Zahl 4. Okay, dann haben wir das auch. Dann komplizierte Drähte. Komplizierte Drähte, okay. Roter Draht mit Stern. Roter Draht mit Stern. Trennen. Okay, dann weiß-blauer Draht mit Stern. Blauer Draht mit Stern. Lassen. Okay, dann rot-blauer Draht ohne Stern und LED. Rot-blau. Wenn die letzte Zahl der Seriennummer gerade ist, trennen. Ja, ist sie. Dann, das war der weiß-blaue mit Draht. Nein, fuck, das war der falsche. Oh, scheiße. Dann weiß mit Licht und Stern. Sind mehr als zwei Batterien da? Boah, jetzt laggt es gerade. Es sind zwei, genau zwei. Dann lassen. Doch, bei zwei auch trennen. Okay, und dann komplett weiß, ohne alles. Also du musst ganz oben gucken, was das für ein Buchstabe ist. Ja, dann trennen. Okay, sehr gut. So, dann, was ist das nächste? ABC-Drähte. Rot nach B. Lassen. Dann blau nach C. Lassen. Rot nach A. Lassen. Blau nach B. Lassen. Okay, dann blau nach C. Lassen. Rot nach B. Lassen. Okay. Dann rot nach C. Rennen. Rot nach A. Lassen. Ja, lassen. Und rot nach B. Lassen. Okay. So, was ist das nächste? Morse, das lassen wir. Überspringen wir. Labyrinth. Die sind beide in der zweiten Zeile, also in der zweiten Position. Einer ganz oben, einer ganz unten. Ja. Punkt ist in der zweiten Reihe, dritte Position. Und das Dreieck ist ganz unten links. Links runter. Links runter. Links ganz hoch. Ganz hoch, okay. Ja. Rechts, rechts, rechts. Ja. Runter, rechts. Ja. Hoch, rechts. Oh Gott, hoch, rechts, ja. Runter, runter. Runter, runter. Links. Ja. Runter, links. Ja. Nochmal links. Runter. Ja. Rechts, rechts. Alter, was? Ja. Runter. Und dann ganz nach links. Alter, das kommt hier. Ja, das war die Zeit. Also, das ist gerade noch grün geworden, das Modul. Mhm. Aber es war die Zeit. Ja, wir mussten einmal komplett rum. Ja. Nicht groß. Ja, wie viele Module waren denn noch offen, weißt du das? Morse auf jeden Fall noch. Aber wir können auch durchscrollen. Genau, Morse, Passwörter. Ja, krass. Zahlen noch offen. Ja. Willst du noch einmal probieren? Ja, wir können es probieren. Also wir können, du kannst probieren. Also ich kann jetzt mal mit dem Buch noch probieren, aber wenn wir es dann... Ja, dann komm. Mach du. Und wenn wir es dann nicht schaffen, dann würde ich das auch lassen. Für die Folge oder komplett lassen? Weil erstmal für die Folge. Weil dann, okay. Dann sind wir bei 36 Minuten. Ich habe schon gestartet. Ja, sorry. Okay. Dann Drähte. Okay. Ja, ich sehe noch nicht wie viele. 6. 6 Drähte. Hast du gelbe Drähte? Ja, einen. Ein gelben Draht, mehr als einen weißen? Ja. Dann den vierten Draht. Okay, was kommt dann? Knopf. Großer Knopf. Okay. Abbrechen blau. Kopfblas mit abbrechen. Halte den Knopf gedrückt und lies, einfach gedrückt halten. Rot.
Rot heißt, wenn er 1. Wow, okay, dann geh ich schon mal zum nächsten. Was ist das nächste? Das nächste wäre Symbole. Okay. CL, Copyright, W und Lambda, oder wie das heißt, ich vergesse immer den Namen. Ja, dann C, also Copyright, ja. Dann das W, dann ja. CL und dann Lambda. Okay, dann? Simon Says. Okay. Ich habe Vokale. Du hast ein Vokal, okay. Und was, rot. Es blinkt rot, das heißt blau. Okay. Blau. Dann rot, also blau-rot. Grün. Gelb, blau-rot, gelb. Blau. Blau-rot, gelb-rot. Rot. Blau, rot, gelb, rot, blau. Okay, dann? Dann kommt das mit den Knöpfen, wo man sich so... Ja. Ne? Oh Gott. Genau. Oh Gott ist unten links. 10. Ausgeschrieben 10. Ja. Dann Zehen. Oder die Buchstaben C und N. Oder die 10, die Zahl ausgeschrieben. Oder der eine C. Okay. Hm? Bleibt. C-E. 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 Unten rechts? Okay. OK. Ja. Ja. Oder nichts. Oder drück. Oder der Kuh. Oder ein leeres Feld. Ja. Okay. Einmal noch. Boom. Boom. Unten rechts. Das erste Mal haben wir das, glaube ich. So ein. So ein. Sohn mit Apostroph. Was? Danke. Was? Fragezeichen? Ja, okay. Das nächste. Das nächste ist Memory. Okay, 2. Zweite Position. 4. Okay. Moment, Position. Nee, das war also die Zeit 4, jetzt die 3. Ah, okay. 3, die Tast, erste Position. Ist eine 4. 4, 1, ja. Okay, dann? 1. Mit derselben Schriftung wie in Stufe 2, also 4 drücken. Zweite Position. Okay. 2. Tas erste Position. Was war das? 3. Okay, und dann das letzte Mal. 2. Drückt das mit derselben Beschriftung wie in Stufe 2, also 4. Okay. Dann Morse überspringen wir. Dann kommen die komplizierten Drähte. Okay. Komplett alles. Komplett alles. Das wäre N, durchtrennen den Draht nicht. Okay, dann blau mit allem. Blau hier mit dem und dem wäre N, wäre nicht, glaube ich. Dann rot mit allem. Rot mit allem. Rot mit Dingens und Dingens. Und das ist, der ist nicht blau, ne? Der ist nur rot. Ja. Dann B, durchtrennen, wenn an der Bombe 2 oder mehr Batterien sind. Okay, dann weiß mit Stern. Okay, also nur das Sternsymbol. Dann durchtrennen. Und rot-blau. Rot-blau. Rot und blau ohne alles. Ja. Ist S, wenn die letzte Serie nochmal gerade ist. Ja, dann durchtrennen, ja? Dann durchtrennen, ja. Okay, war richtig. Okay. Dann kommt Draht folgen, also mit dem von links nach rechts. Rot A. Moment, ich muss einmal kurz. Rot, blau, schwarz. Rot A, nicht. Rot A, beide nicht durchtrennen. Okay. Schwarz A. Schwarz A durchtrennen. Blau C. Blau C nicht durchtrennen. Rot C, rot A. Rot C nicht durchtrennen, rot A durchtrennen. Blau C. Blau C durchtrennen. Schwarz A. Schwarz A auch durchtrennen. Und Rot B. Rot B muss durchtrennen, ja. Oh. Ja, gut. Das war's? Dann, ja, das war's. Dann das Labyrinth. Okay. Zweite Reihe. 1, 2, 3, 4, 5. Also zweite von, links, von rechts. Und 1, 2, 3, vierte Reihe, zweite Position. Okay, habe ich hier. Ja, wo ist das? Vierte Reihe, zweite Position ist der Weiße auch. Okay, also und in dem Kreis drin, ja? Ja,
Und bei dem anderen eins rechts daneben ist das rote. Okay, dann nach links. Ja? Nein. Sorry. Rechts, jetzt wieder zurück. Dann hoch. Warte mal. Wie rechts wieder zurück? Ach so, wieder klar. Zurück, dann hoch. Ja. Ja? Rechts, hoch, rechts, hoch, rechts. Ja? Und dann runter links, rechts. Okay. Da bist du da, ne? Fertig. Ja. Ich wollte schon wieder mit dem Dreieck laufen, deswegen war der erste. Ja, wir haben 13 Sekunden. Lol. Wir brauchen nur noch ein einziges Modul. Nee, Passwort und Morse. Ja, wir schaffen die zwei Module sonst nicht. Okay, pass auf, ich habe eine Idee. Lass es noch ein einziges Mal versuchen und wir reden diesmal mega minimalistisch. Also wir sagen nicht, da steht das und das oder du musst jetzt das drücken, sondern wir sagen einfach rot, blau, 2, 5, so quasi, weißt du? Einfach mega minimalistisch reden. Ich wäre ehrlich gesagt dafür, erstmal weiterzumachen und dann das nochmal zu probieren. Aber wenn wir das jetzt 3x6 Minuten lang gemacht haben, würde ich eher ein bisschen Abwechslung reinbringen. Und ich würde auch die Folge jetzt. Ja, okay, dann lass pass auf, dann machen wir das. Wir beenden die Folge und starten dann beim nächsten Mal mit Kapitel 6. Ja, okay. Und dann machen wir das irgendwie zum Schluss. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Okay, alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.